Sunkid hier und willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Two Thrones. Ja Leute, wir sind hier als wieder EmuSM-Prinzen. Wir haben soeben unseren Erzfeind, Endgegner Nummer 2 getötet. Tja, du hast sie angelogen. Nein, ich wollte... Ja? Aber sie hätte nicht verstanden. Was habe ich noch getan? Heul halt rum. Guck mal Leute, das sieht gar nicht so toll aus da unten. Ja, wir sind jetzt ein cracksüchtiger Emo-SM-Prinz, für immer halt. Armer Prinz. Sein genau. Geheimnis war ans Licht gekommen. Und Farah schien verstört von dem, was sie sah. Vielleicht hätte er von Beginn an aufrichtig sein sollen. Zu spät. Schweigend wurde ihm sein Fehler gewahr. Ja, könnt ihr auch normal reden? Das ist immer so eine komische Sprache. Gewahr. Ich fühle mich dann immer so dumm, wenn ich dann immer so, ja, aber ich schwätze jetzt hier so ein Let's Play da, Hanna. Da fühle ich mich immer so dumm, wenn er immer so cool redet und ich nicht. Ja. Ja. Oh, guck mal, wer da kommt. Oh, Futter. Als ob die mit dem EmuSM-Prinzen so leicht kaputt gehen. Wenn ich einen normalen Prinz bin, dann Ewigkeiten auf die einschlagen. Boah, seid ihr cool, seid ihr neu? Ach, das sind die mit dem Ring. Halt sich deswegen die Augen zu. Wir machen einen fetten Go-Go-Dance. Noch immer mehr. Ja, kommt schon. Kommt schon, traut euch. Traut euch, komm. Zack, 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 zack. War's das? Komm bitte. Dankeschön. Mal was sagen. Hey, einmal im Kreis rumrennen umsonst. Ach, ja, ja, wo geht's denn weiter? Hier bestimmt nicht. Lass mich raten, ich muss was machen. Ey, das war irgendwie ja klar, wie close. Ich brauch erstmal. Erstmal Sand. Ich brauche Sand. Warum heißt das Spiel eigentlich The Two Thrones? Ich habe keine Ahnung. Fällt mir irgendwie gerade auf. Vor allem sag ich ja auch gern und viele andere, die das Let's Play dazu machen, The Two Thrones. Aber irgendwie, wenn man es mal ganz genau überlegt, heißt es ja eigentlich The Two Thrones. Ich weiß nicht, warum man da die sagen soll. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ja, Leute. So. Aha. So. Und jetzt. Sag mal, sind hier gerade irgendwie irgendwelche Einlagen hier, die ich gar nicht check. Bei einem wird mein Sand knapp, hab ich das Gefühl. Da kriege ich ja gleich neun. Ah, so. Dumm, Didel-Dai, was geht? Ab, scheiß Sand. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dass man mal gleich so viel kriegt. So. Stopfen wir immer das Maul voller Sand. Ich schon mal Sand im Mund gehabt, ist nicht schön. Ich bringe mich jetzt hier rüber. Komm schon, Speedkill FTW. Ja, das hat er mich natürlich gesehen. Aber es ist eine ziemliche Low-Wache eigentlich. Wundert mich eigentlich, dass sie so lange überlebt. Naja, oder überlebt hat. Oh, was für eine schöne IKEA-Einrichtung. Wie heißt die? Sandy Bing Bong Kong. Die haben ja immer so geile Namen bei IKEA. Flix Sandy. Oh. Wie sie da so eine Dose aufgemacht wurde. Komische. Ich hasse Emo. Sand. Licht. Anti-Licht-Viecher. Ach ja. Ich erfinde heute zu viele Namen. Wo geht's denn lang? Geht's hier lang? Ich hab da dazu gerade irgendein Tor aufgemacht, kann es sein, dass es dieses war. Mal ausprobieren.
hier. Ey, stopp. Stopp. Mal gucken, welches das ist. Das müsste das hier sein. Ja, das ist es. Jo, wir sind durch. Hey, Onkel, was geht? So. Er braucht sich nur durch so Brecher. Er braucht nur über irgendwelche Vasen rollen und sie gehen kaputt. Fahrer, warte! Hier geht's jetzt nicht. Tja, jetzt mal hin, ne? Deine Olle hier, die rennt hier weg. Aber der kann. Das ist aber auch hier so ein Womanizer, der hat's auch ganz schön schnell. Erstmal muss er sich die Cayena schnappen und dann jetzt die Fahrer. Also, naja. Seine Beziehungskistengedöns. Was soll er sich denn Berater holen, wenn er da Probleme hat und mich nicht vollquatschen? Aber gerade ist er ja ruhig. Der Prinz reinigte sich also in den Wassern des Brunnens. So sein klar. Körper schien wieder normal, doch sein Geist war weit davon entfernt. Tja, es war doch jetzt klar, Leute, oder? Dass hier ein Speicherbrunnen ist und dass sie jetzt mir da reinredet, wo ich doch sag, dass es hier gerade schön ruhig ist. Soll ich hier fortfahren? Ja, eine gute Stelle, um nächstes Mal weiterzuerzählen. Finde ich auch, mal wieder so. Was machst du? Was machst du? Wir müssen jetzt nämlich hier entlang. Und wieder einen ultraschnellen Hebel betätigen. So, was hat es uns jetzt gebracht? Aha. Schlau, 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 oder? Warte mal. Ach Mann! Jetzt. Kannst du dich nicht da festhalten? Konntest du doch vorhin. Naja. Wird einem ja ganz schlecht. Hallo. Stopp, 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 stopp. Ich glaube, ich hätte da gar nicht runter müssen. Kann das sein? Kann das sein, dass man diese Kiste schieben kann? Kann das sein, dass ich einen totalen Scheiß rumkletter hier und überhaupt keinen Plan habe? Ja, das kann sein. Liegt nämlich daran, dass ich gerade überhaupt nicht peil. Wie und wo und was? Noch muss nochmal fallen. Hey. Ja, Leute, tut mir leid. Warum entschuldige ich mich eigentlich? Ich weiß halt nicht weiter. Kann auch mir mal passieren. Ob ich das Spiel eigentlich in- und auswendig kenne. Naja. Hin und auswendig nicht, sonst würde ich jetzt weiterkommen. Aber ich lass mal los, jetzt kommen wir da hoch. Das ist irgendwas da oben. Aber ja. Kann sein, dass ich den Schalter noch weiter betätigen muss. Das kann natürlich auch sein. Nee. Leute, die Zeit rennt uns davon und ich komme nicht weiter. Das kann doch nicht sein. Bin ich jetzt. Da oben läuft eine Wache. Bin ich jetzt irgendwie zu blöd oder so? Kann das sein? Ich habe irgendwie so das Gefühl. Sag mal. Peilt's ja mal so gar nicht. Leute. Wenigstens ist hier ein Speicherpunkt. Trotzdem, ich verstehe es nicht. Sicherlich irgendeinen Sinn, dass hier so ein komisches Teil steht. Ich wette, das kann man schieben. Das muss man schieben können. Das geht nicht anders. Natürlich kann man es schieben. Mein Gott. Wie dumm kann man sein? Jetzt müssen wir uns beeilen, weil die Zeit rennt uns davon. Aber eigentlich könnte man die Zeit zurückspulen. Schließlich sind wir der Herr der Zeit jetzt. Mit dem Dolch der Zeit. So. Zack. Lass mich raten. Ich muss jetzt da hinspringen. Da hält er sich da fest. Und das war für den Arsch. Und weil ich so viel Sand habe und Bonze bin, spule ich einfach die Zeit zurück.
und halte mich jetzt da oben fest. Das macht er nicht. Ah, ich weiß wie. Leute, ich weiß wie. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wie wir da hochkommen, das sehen wir dann das nächste Mal. Ja, egal. Bis zum nächsten Mal, Kinder. Und tschüss.